bis zu unserer Abfahrt. Vor uns fährt GLS. Das erkennt man an dem Pfeilchen. Oben links. Wenn man es überhaupt erkennt. Also ich sehe es. Da kommt die Schrift GLS. Du bist so langsam, welcher Mann. Aber es geht bergab. Von hinten kommen Autos. Dann ist mir wurscht. Sind wir ein bisschen gerollt. Bis hierhin und nicht weiter. Natürlich, jetzt kommen wir schon rüber. Ja, das ist mal ein ziemlich lahmarschiger GLS. Normalerweise DBT, GLS, DRL sind alle schneller wie ich. Normalerweise. Berfer. Natürlich. Heißt das Berfer? Das war ja auch angeschrieben als Berfer. Guck, da steht Berfer. Das ist mir schnell. V-Power Diesel und V-Power Dingsbums tanken kann, wer auf die Scheiße reinfällt, ist selber schuld. Es verbrennt besser, das stimmt. Aber ob spritsparender ist? Nee, wirklich nicht. Der verbraucht genauso viel. Und damit hat sich der Käse auch. Das ist alles. Das hat übrigens auch der ADAC gesagt. Nein, man verbraucht nicht weniger deswegen. Der Motor läuft besser, er läuft runder, er läuft sauberer, aber der Verbrauch ist gleich. Es liegt am Fahrer, ob man spritsparender fahren. Und, naja, so ungefähr. Das ist die Fahrweise. Da kannst du fahren wie eine gesenkte Sau. Du haust genauso viel Treibstoff aus, wie wenn du das mit einem normalen Sprit machst. Könnte man vergleichen ja zum Beispiel mit Benzin und Super. So ungefähr. Ja, was früher Super für Benzin war, ist jetzt V-Power. Für Super. So ungefähr. Also Super ist schlechter und V-Power ist besser. Aber auch teurer und im Endeffekt bringt es eigentlich gar nichts. Für den normalen Verbraucher meine ich, bringt es nichts, weil das ist Blödsinn. Das ist hier nur Kohle. Geld zum Fenster rauswerfen.
Rainer Lauterbach wohnt hier. Aha. Das glaubt tatsächlich. Auf und ab und hier Bodenwelle, wunderbar, gefällt mir. Pass auf. Wiesbaden 130, Gießen 51. Und bis nach Frankfurt, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, 101 Kilometer. Müssen wir aber nicht in die Tasche steigen, oder? Ja, gut, okay. Götter. Ein Büstlein aus Götter. Jetzt will der gerade. Ah, ich krieg ja jetzt nicht in den. Könnt ihr einen Arsch treten, DBD? Wollte ich gerade zum Überholen ansetzen. Ich war gerade auf dem Weg zum Blinker. Jetzt schleicht der mit 80 vor mir rum, ey. Wollte gerade diesen polnischen Kleinlaster. Lieferwagen. Britsche Plane. Natürlich muss der erst mal hier Gas geben, damit ich dann. Boah. Schieben wir uns mal einen Berg auf. Oder? Ich will dann nicht zwischen nahe rutschen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ach, weißt du was? Ja, scheißegal. Zieh vorbei. Oh.
gleich rollen. So schnell wollte ich jetzt eigentlich gar nicht rollen lassen. Komm jetzt, mein Pferdchen. Zieh! Oh Mann, ey. Die Scheibe ist schmutzig. Was der Autofahrer nicht mehr mag, den ist mir ja herzlich wenig. Der kann sich in häuslich einrichten, ist mir wurscht. Ich brauche noch ein bisschen. Halbe Stunde brauche ich noch zu überholen. Ich bin gerade beim Licht ankommen. Kann ich rüber? Ich kann rüber. Hat er gerade gesagt. Es ist bestimmt der Pole, den wir gerade überholt haben. Der freut sich. Nein, das ist nicht der Pole. Das ist ein Lieferbüsschen. Kasten. Schneider direkt. Schneid ihn ab direkt und schmerzlos. Natürlich. Nimm den Cutter und schnipp schnapp, Zipfel ab. Im Zipfel zum Beispiel. Wurstzipfel bei der Hände. Und es schneit schon wieder. Nein, ist das edel. Fahren wir bergauf mit 87 und auf der Geraden mit 89. Bremsen auf 90. Wunderbar. Das ist immer so, wenn ich vom Gas runtergehe, dann fahren wir irgendwann 80, 75. Ich achte da jetzt nicht so drauf, zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt mal nicht drauf achte. Hoppala, sind wir schon bei 70 km/h. Ein Kollege kommt von hinten angeschürt. Tja, haben wir ein Problem. Man betrachtet die Autobahn, die Wälder, die schönen Bäume, die schöne SS-Säule hier. Ist in Gedanken versunken. Hoppala, 70 km/h. Egal. Ich bin nachher noch da, gell, du Arschloch, du Dummes.
ziemlich weit drüben, ne? Ja, da steht ziemlich weit. Blinklichtkonzert. In G-Moll. Oder so ähnlich.
Autofahren reicht einfach die Spur nicht, 3 Meter, 2,50 Meter, die reicht einfach nicht. 3 Meter. 3,20 Meter. Die reicht einfach nicht. Manchmal. Da muss man noch einen Meter dazu zehren. Oder wie muss ich mir das manchmal erklären?
könnte auch mit Heizöl fahren. Wer jetzt meint, dass sich Heizöl und Diesel unterscheiden, nö. Unterscheidet sich nicht. Nur von der Farbe. Diesel ist gelb, Heizöl ist rot. Das liegt daran, man gibt dann Farbstoff zu. Weil der Heizöl billiger ist, kostet ungefähr die Hälfte, ne? Dass da keiner auf die Idee kommt, Heizöl zu tanken statt Diesel. Ist mir hergegangen und hat dem Heizöl einfach rote Farbe hinzugefügt. Farbstoff, roter Farbstoff. Deswegen ist das Zeug rot. Lass dir nichts Blödes einfallen, weil ich bin bergauf nicht schwach. Ich gebe Gas. Ja, so ist das. Und dann können die, wenn die den Tank aufmachen, mit ihrem Lackmusstreifen rein. Oder auch sehen, guck, schau. Das ist rot statt gelb. Da wissen die sofort, das ist Heizöl. Kein Diesel. Na, Kollege, schwächelst du? Dabei gebe ich noch nicht mal richtig Gas. Na komm, fahr vorbei. Bin ja nicht so. Komm, zieh vorbei. Mit einem Scania. Axel, ist das die Boss? Pflaumenlogistik.de, alles klar. Oh, die Hintermänner kommen, zwei Stück an der Zahl, kommen schnellen Fußes näher. Die kommen ganz schnellen Fußes näher. Nur weil ich den Scania jetzt ein bisschen vorbeigelassen habe. Mahlzeit. Reiner Zein. Wer ist das Dreieck, was jetzt kommt? Ich habe schon wieder vergessen. Junge, Schwächel fahren nicht, ne? Da vorne ist Scania. Weil sonst schiebe ich dich einen Berg auf an. Doch hab ich kein Problem mit.